Eines der bekanntesten Gleichnisse der Bibel ist dasjenige vom vierfachen Ackerfeld. Das Interessante daran ist, dass es darum geht, dass Worte wie Samen ausgestreut werden. Das Wort ist wie ein Samen. Und weißt du was? Das gilt auch für dein Leben. Die Worte, die du über dir, über deinem Leben, über deiner Familie, deiner Situation, deiner Arbeit, deinem Umfeld aussprichst, sind wie ein Samen, den du ausstreust. Und das wird aufgehen und Frucht bringen. Das wird die Situation dementsprechend verändern. Wenn du Worte von Niederlage ständig aussprichst, dann wirst du diese Niederlage ernten. Wenn du Worte von Segen aussprichst, wirst du dahin kommen, dass du irgendwann den Segen ernten kannst. Ich habe das selbst in meinem Leben erlebt. Ich habe über eine Situation immer und immer in Unwissenheit Niederlage ausgesprochen, bis ich wirklich diese Niederlage bis zur Neige auskosten musste. Aber ich habe gelernt, dass es absolut notwendig ist, die Worte, die man ausspricht, mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung zu bringen und das auszusprechen und das auszusehen, was gute Frucht hervorbringt. Es ist notwendig. Weißt du, in den Sprüchen heißt es, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Nöten seine Seele. Das bedeutet, wenn du dich davor bewahrst, negative Dinge auszusprechen, dann bewahrst du deine Seele, dein Leben davor, diese negativen Dinge auch zu erfahren. Wenn du beispielsweise den Eindruck hast, dass Gott dir aus einer Krankheitssituation heraushelfen will und du anfängst, Worte von Gesundheit über dir auszusprechen und dich daran festzuhalten, was das Wort Gottes darüber sagt, ja, dann musst du dir das so vorstellen. Du säst dieses gute Wort aus und es braucht eine Zeit, bis es hervorkommt. Erstmal ist es völlig unsichtbar, dann kommen so kleine Keimlinge heraus, Blättchen und irgendwann wird es wachsen. Das dauert seine Zeit. Und leider sind sehr viele Christen in dem Punkt ungeduldig. Sie säen gutes Wort aus und dann dauert es ihnen zu lange, bis das hervorkommt. Sie sagen, ich sehe ja nichts, es passiert nichts. Sie haben das Prinzip von diesem Wachstum nicht verstanden. Und irgendwann fangen sie wieder an, Worte der Niederlage auszusprechen, Worte des Mangels, Worte der Krankheit und sie ruinieren dadurch ihre Ernte. Deshalb ist es absolut notwendig, dass du dir sehr bewusst bist, was sprichst du über deinem Leben aus? Was sagst du zu deiner Gesundheit, zu deiner finanziellen Situation, zu deiner Familiensituation, zu deinen Beziehungen und so weiter, zu deiner Zukunft? Das, was du sagst, wird den Weg, den du gehst, in ganz massiver Weise bestimmen. Deshalb mein Rat, bring die Worte, die du über dir und deinem Umfeld aussprichst, in Übereinstimmung mit dem, was Gott sagt. Dann wirst du Segen ernten und dann wirst du erfahren, Gott hat viel mehr für dich.